Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. Der Mike ist auch mit am Start. Hallo, ich bin hier irgendwo. Okay, ich habe nachgeguckt, was die Koordinaten sind. Wir müssen zu 547 und minus 1179. Also, ja, wir sind gar nicht falsch so. Überhaupt nicht. Ja. Bist du? Ich bin da, wo ich eben auch noch war. Nee. Ich bin aktuell bei 42 und 639. Okay. Aber ja, so viel zum Thema. Das ist der richtige Sumpf mit dem richtigen Hexenhaus. Es war doch ein anderes Hexenhaus. So, ich gehe gerade auf diesen Berg hoch. Da vorne. Auf Angriff. Das heißt, wir sind der Heimat nahe. Wir werden es schaffen. Wir werden es überleben, hoffentlich. Ich glaube, wir haben uns hier von hinten gerade an den Spawn rangepircht. Tatsächlich. Oha. Moment, komplett falsche Richtung mit der X-Koordinate. Da müssen wir lang. Da. Müssen wir nach plus 5 Volt. Einmal quer durch den Wald. So, jetzt dürfte es aber stimmen. Jetzt dürfte es steigen. Perfekt. Es steigt. Wir kommen in die richtige Richtung. Können das ein oder andere Dorf noch plündern auf dem Weg. Hallo Creeper. Nope. Den Berg jetzt hoch? Ja, aber ich bin im Prinzip auch wieder runter. Wir müssen, wie gesagt, in Richtung 500 bei der ersten Koordinate. Einfach in die Richtung. Dann werden wir uns, glaube ich, schon früher oder später finden. Also die erste Zahl ist 500. Ja, also 550 ungefähr. Und die zweite ist halt minus 1000. 180. Oh, die scheiß Klette. Machst du Blatt? Nee, ich hab nur noch zweieinhalb Herzen. Hast du nichts zu essen? Doch. Ah, essen, heilen. Skelette platt machen. Nein, Skelett, hör auf damit. Ja, ich glaube, dann waren wir bei diesem Dorf sogar gar nicht mal so weit weg von unserem Dorf, nur sind halt in die falsche Richtung gelaufen. Oh, gerade im rechtzeitigen Moment losgelaufen. Hat sie wieder auf dich geschossen? Nee, Creeper war hinter mir und der wollte gerade explodieren. Ah, ja gut, perfektes Timing in dem Fall wahrscheinlich dann. Ja. Wenn ich nicht weggekommen wäre, wäre ich... jetzt Matsch gewesen. Ja. So schön auf der Map verteilt. Splash. Zersplashed. So, perfekt. Schwimmen wir eine Runde. Speedy. Marco. Oha. Tu dir nicht weh. Pass auf dich auf. Fram, fram. Bist du ein Creeper? Nein, du bist einfach nur eine Lücke zwischen zwei Bäumen. Das ist natürlich dann kritisch. Tja. 470. Komm der Sache näher. Muss ich eigentlich nach rechts oder nach links, wenn ich im Minusbereich will? Nach links. Hui. Ganz schön nach links. Fast 2000 Meter. 2000 Meter, niemals kleiner Peter. Ich glaube, hier könnte ich schwören, war ich noch nie. Ah, seh dich. Flucht. Ist eigentlich schnelles Schwimmen schneller als schnelles Laufen? Ich glaube, Schwimmen ist schneller. Es kommt mir auf jeden Fall schneller vor. Ja. So, dann gehen wir jetzt in die Richtung und da in der Richtung liegt irgendwo unser Zuhause. Oh Gott, hinter dir ist ein Creeper. Ja, ich bin schneller als der. Vor mir ist ja, auch einer. Einfach vorbeirennen. Beiseite. Hä? Wenn die Zombies links und rechts liegen gelassen?
Hier sind wir, die Schimmelpferde. Hallo Schimmelpferde. Ja, du bist ein Schaf. Wir brauchen einen Helikopter oder einen Düsenjet, um schneller zu sein. Ja. Einfach mal so ein kleiner Düsenjet. Gibt's bestimmt als Mod. Düsenjet-Mod. Das finde ich sehr, sehr lustig dann. Das wäre ja... durchaus. Sneakst du? Was? Warum sneakst du? Ich wollte runter, aber ich habe nicht gemerkt, dass es nicht tief genug war, um vernünftig runterzugehen. So. Oh shit. Bumm. Danke für die Beförderung. Einfach mal ein Stück nach vorne geschossen. Alter, was war das? Mike, sein Mikrofon ist einfach gerade abgerauscht. Ich sag's euch. Auf gibt's Stoff. Explosion links und rechts. Bad boys don't turn on explosions. Au. Beim Schwimmen schnell was essen. Boah, ist ja erst 45 Minuten nach dem Essen ins Schwimmbad. Ins Wasser. Sonst direkt tot. Bei Berührung. So, gehen wir mal hier ein bisschen um den Berg herum. Ein Esel. Hallo Esel. Die IA. Muss hier durch. Beiseite, Schweine. So, wir sind schon mal im Minusbereich. Jetzt fehlen nur noch so 1000. Um im richtigen Minusbereich zu sein. Aber das ist doch schon mal ein Anfang. Oh, ich glaube, an den Fluss hier kann ich mich erinnern. Gut, vielleicht auch nicht. Vielleicht kommt er mir nur bekannt vor, weil alle Flüsse so aussehen. Aber darum geht es jetzt nicht. Und Stoff geben. Kommt jetzt hier etwa noch ein Meer, bevor wir zu Hause ankommen? Nee, das ist nur ein Fluss. Da drüben ist wieder Land. Das ist von Vorteil. Oh, weißt du, was cool wäre? Wenn es eine Funktion gäbe, dass man in Minecraft Screenshots macht und die Screenshots als Bild an die Wand hängen kann. Ja, gut. Boah, mein Vogel dreht wieder ab, ey. Was ist das für ein Vogel? Hm? Was ist das für ein Vogel? Keine Ahnung. Okay. Ich hab das Wort vergessen. Der Mike hat einen Vogel. Ich weiß. Ah, das hier ist der richtige Sumpf. Hallo, richtiger Sumpf. Hallo, Kuh. Hallo, Grunz, Grunz. Bist du schon ganz, ey? Ich bin in irgendeinem Sumpf, den ich als den richtigen Sumpf auserkoren habe. Ich bin weiter links von dir. Oh, ich muss vor allem ein bisschen weiter nach links auch gehen. Speed! Ja, weil sonst bin ich an der falschen Stelle. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Immer weiter schwimmen. Ich bin echt froh, dass ich nach den Koordinaten geguckt habe, weil ich glaube, wir wären sonst heillos in die falsche Richtung weitergelaufen. Ja. Damn. Dab. Hast du gut gemacht. Da vorne lief gerade ein Mike. Ja. Ah, das modrige Wasser. Das fühlt sich gut an. Ja. Für die Füße. Ja, das ist ein bisschen schleimig, aber geil. Knatsch, knatsch, knatsch. Ups. Luft holen. Ba ba ba.
So. Komm schon. Auf, an Land. Also ich werde unbedingt etwas bauen müssen mit diesen coolen bunten Blöcken aus Keramik. Das geht gar nicht anders. Vorsicht, hier ist so ein kleiner Lavagraben. Okay. Kopf über reinspringen, tauchen? Ja. Könnte sogar, wenn ich schnell bin, unter Umständen überleben. Ich habe ja die Rüstung mit dem Feuerschutz im Inventar. Und wenn ich die schnell genug anziehe, könnte klappen. Die Frage, ob es auch klappt. Das werde ich demnächst mal testen. Also, nachdem ich meinen Loot ausgepackt habe. Oh. Ist das nicht wieder passiert wie im Neta? Genau deswegen. Sonst verbrennt der Loot einfach in der Lava, das wäre unpraktisch. Juhu, ich hab's gefunden! Yay! Bin auch bald da. Oh, endlich zu Hause. Oh. Geil. Geil, geil, geil. Ah. So. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Hallo Schwein. Hallo Pferd. Hallo anderes Schwein. Endlich zu Hause. Das schöne Gefühl, nach einer langen Reise anzuhören. Oh, ich sehe es schon. Ich sehe es. Mikes Scheune. Stall. Ich sehe dich aber noch nicht. Ich sehe dich schon. Und ich sehe das Lagerfeuer, den Rauch aufsteigen. Ah, hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. So. Sehen wir noch ein Pferd auf meinem Dach. Da war ja was. Ach so, Da war ja was. So, 1, 2. Hier, deine beiden Name Tags. Thank you. Ich hab gedacht, kriege ich meinen Diamanten auch, aber nein. Warte. Nein, jetzt gehe ich. Jetzt bin ich schon beleidigt. Jetzt will ich Häuser an. Gerade mal gucken, ob die Dorfbewohner auf die alte Art handeln hier oder ob die auch die neue können schon. Weil hier sind einfach keine Dorfbewohner mehr. Aha. Also jetzt ohne Scheiß. Warte, komm gleich. Hallo? Dorfbewohner? Was ist hier passiert? Als wir weggegangen sind, waren hier doch noch Dorfbewohner. Komm mal kurz zu mir. Ich komm mal kurz zu dir. Bist du an deinem Haus? Ja. Dann komm ich mal kurz zu deinem Haus. Oh, leck. Guck dir mal den Hund an, wie der heißt. Gesundheit. Danke. Wo ist der Hund? Ach, da. Rufus. Hallo, Rufus. Jetzt das Pferd. Oskar. Hallo, Oskar. Ja. Mike, unsere Dorfbewohner sind weg. Ja. Wie ist das passiert? Warum sind die weg? Weiß ich nicht. Warum tun die sowas? Über wen sollen wir denn jetzt urteilen und herrschen? So viel Stuff, den ich jetzt einpacken kann. Geil. Loot, loot, loot. So. So. Erstmal alles wegmüllen. Feuerschutz 3. Lederstiefel. Feuerschutz 4. Tja. Dann gehen wir doch einfach mal baden. Ich meine, auf einer Lederrüstung ist das eh... Ist immer so halb effektiv. Jo. Ja, das ist sehr effektiv, meine Feuerschutzrüstung mit Feuerschutz 4 und Feuerschutz 3. Warum schlägst du mich jetzt?
Das bringt echt viel. Das macht doch gar keinen Sinn. Das macht doch gar keinen Sinn. So, hatte ich noch Diamanten? Scheinbar nicht. Oder doch? Kurz mal nach hier unten. In den geheimen Diamantenkeller. Haha, sie reichen exakt für das, was ich vorhab. Perfekt. Dedede, up. So. Was wollte ich haben? Ich wollte irgendwas haben. Danke. So, das wollte ich haben. Und wo sind meine Schnitzel? Da sind meine Schnitzel. Und ich nehme an, das muss ja wahrscheinlich im Amboss gemacht werden. Oder mache ich das im Buch? Ja, ich mache es wahrscheinlich im Buch. Ja doch, nicht im Buch, im Amboss. Gucken wir mal nach. Da ist der Amboss. Das tun wir da rein, das tun wir da rein. Ja, da brauche ich 12 Level zu. Ich habe nur 9. Ja, würde ich sagen, gibt es eine Runde Level holen. Ich frage mich ja, was der Feuerschutz dann bringen soll, wenn einfach Feuerschutz 3 und Feuerschutz 4 nicht dafür sorgt, dass ich in Lava schwimmen kann. So, wie holt man sich am schnellsten am helllichsten Tag Level? Richtig, man geht in Nether, hallo Hühnchens, und greift einen Pigman an. Der Rest kommt von ganz allein. Doin, doin, doin. Du musst essen. Okay, dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Die Folge ist eh in 3 Minuten rum. Danke. Ja, die 3 Minuten kann ich auch noch. Hier kannst du noch bleiben? Okay. Ja. Okay. Dann, ist die letzte Folge, ist oder? Ist die letzte Folge auch, ja. Wir sind durch. Für diese Woche. Perfekt. Sprich, perfektes Timing eigentlich. Ja. Deine Eltern haben angerufen, haben gesagt, ey, wir machen Essen auf die und die Uhrzeit. Regel das mal, gar kein Problem. Bis dahin sind wir durch. Machen wir. So, jetzt muss der Nether hier erstmal laden. Da ist doch schon ein Pigman. Hallo Pigman! Hallo! So, kommt mal mit auf eine Fläche, wo ich ein bisschen besser sehe. Ja, kommt ran! Okay, Level 10. Da habe ich gesagt, ich brauche Level 12 oder Level 3. Hier sind keine Pigmen mehr. Mike, wir haben zu viele Pigmen umgebracht. Ah, nein, da kommen ein paar. Hallo! Es laggt. Leute, kommt näher. Kommt ran, alles cool. Ich werde euch nur töten. Aber ihr seid ja eh schon Zombies. Okay, in Kombination mit dem Dings ist das gerade echt ungeil mit den Lags. Okay, ich werde wahrscheinlich gleich sterben, ohne zu wissen, woran. Passt doch. Gratis Gold. Gratis Gold. Das ist einfach ein Mini-Pigman. Mike, hier ist ein Pigman, ein Mini-Pigman, der auf einem Huhn reitet. Was? Ich komme. Komm mal im Nether, ich renn mal derweil vor denen weg, dass ich sie nicht umbringen muss. Ja, wo denn? Also hier ist einmal ein Mini-Pigman hier unten und da oben ist einer, der auf einem fucking Huhn reitet. Ja. Geil ist das denn? Tschüss Huhn. Oh Gott, scheiße.
bleibt hier. Ja, alles klar. Du hast ein paar Mini-Pigmen hinter dir, kann das sein? Ein paar. Ist einfach, warum zur Hölle reitet der auf einem Huhn? What the fuck geht denn da ab? Du gehst gerade in einen geschlossenen Raum, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich den zugemacht habe, aber grundsätzlich glaube ich schon. Töten! Töten! Ich räume das Feld von... Oh, es laggt, es laggt, es laggt, es laggt. Komm schon, stirb! Also nicht du, der Pigman. Stirb jetzt, stirb jetzt, stirb jetzt. Stirb jetzt! So. Okay, ein kleiner weniger. Nein, Mike! Wir hatten es fast geschafft. Oh. So. Okay, ich glaube, du kannst wieder in Nether kommen. Es ist fast eine zombiefreie Zone. Nee. Ich bin schon wieder am Anfang, das war nicht hier auch. Okay, dann, sammle ich dein Zeug noch ein. Ich habe Gott sei Dank ein leeres Inventar gehabt. Ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr dürft gerne auch ein Abo da lassen. Fragen, Wünsche, Anregungen, wie immer in die Kommentare. Und morgen um 13 Uhr geht's weiter mit der nächsten Folge. Haut rein, habt eine gute Zeit und bye bye.